Schokolademousse mit Krokant. Krokant ist ganz einfach, nach Rezept. Da ist es wichtig, dass man es dünn aufstricht auf Backpapier und dass man es nachher im Ofen so lange backt, bis es richtig braun ist. Dann ist es nämlich knusprig. Und dann sind wir schon beim Schokomousse. Da tun wir auch Rahmen schlagen. Dann tun wir die Dotter mit Zucker flaumig schlagen. Wichtig beim Schokomousse ist frische Eier, nochmal frische Eier und frische Eier. Das ist das Allerwichtigste. Gute Schokolade ist auch nicht unwichtig. Dann tun wir den Eischnee zügig unterziehen. Den Rahmen tun wir schon ein bisschen hoffentlicher, damit auch nicht, dass man es nicht zerrührt, sozusagen. Und dann haben wir es schon. Fast. Und dann geht es in den Kühlschrank und kann ziehen. Und dann holen wir es fertig. Jawohl, Nocken abstechen, Krokant drüber und Test bestanden. Also, viel Freude am Tun.